Wenn Sie sagen, ich tue mir so schwer, mir all diese Bedeutungen zu merken und ich hätte so gerne eine Starthilfe beim Kombinieren, dann habe ich für Sie das ideale Werkzeug, nämlich meine Lernkarten, die genau auf die Inhalte dieses Kurses und natürlich auch der Bücher abgestimmt sind. Und Sie können diese Lernkarten im Prinzip als Ersatz für das Buch sehen. Natürlich nicht für den gesamten Inhalt des Buches, sondern auch jetzt nicht für die, für die wichtigen Erklärungen zu all den Karten. Aber auf diesen Lernkarten haben Sie eine Merkhilfe. Und zwar für alle Schlüsselworte. Eben die, die schon im Buch drinstehen. Und auch für die, die wir jetzt vielleicht noch ein Stück weit ergänzt haben im Rahmen dieses Videokurses. Dazu gibt es sogar noch einen Bonus. Ich habe nämlich noch welche hinzugefügt, die noch nirgendwo zu finden sind, damit Sie einfach noch ein bisschen mehr davon haben. Aber das alles natürlich immer noch strukturiert, übersichtlich und von nichts zu viel. Und Sie kennen das ja bestimmt auch, da schlägt man immer wieder im Buch nach und dann muss man das zur Hand nehmen. Ich exerziere das gleich mal. Sie wissen genau, was ich meine. Dann muss man sich erstmal die richtige Karte raussuchen. Blätter, 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 ne? Bis man sie dann mal gefunden hat. Und dann die passende Seite aufschlagen. So, und dann hat man hier die Schlüsselworte, möchte sich aber hier auch zugleich noch Notizen machen, ja. Und dann hat man nämlich schon wirklich ein Problem mit dem Handling. Und genau dieses Problem lösen die Lernhilfekarten, die Deutungshelfer, so heißen sie nämlich. Hier ist alles so praktisch auf dieser Karte angebracht und Sie brauchen sich mit dem Buch in Anführungsstrichen gar nicht mehr herumschlagen. Sie können es einfach beiseite legen und ganz bequem nur mit diesen Karten arbeiten. Und das egal von welchem Ort aus Sie auch immer üben und mit den Karten arbeiten möchten. Und das Ganze ist natürlich auch gedacht für Anfänger wie Fortgeschrittene, also selbst jemand, der schon wirklich einiges über die Karten weiß, findet da mit Sicherheit immer noch sehr wertvolle Hinweise, weil es ja nicht nur die Schlüsselworte gibt, sondern hier auch die Besonderheiten zu jeder Karte. Und auch die lassen sich nämlich gar nicht so einfach merken. Es gibt hier immerhin, wie man sehen kann, schon mal 3 beim Haus und 3 bei der Lilie. Bei manchen sind es dann auch 4 Besonderheiten, bei mancher Karte vielleicht nur eine einzige. Und das sind eben die Funktionen. Ja, hier das Haus ist eine positive Karte, genauso wie die Lilie. Das Haus ist eine Themenkarte und eine Zwillingskarte. Und bei den Lilien kriegen wir den Hinweis, auch eine positive Karte, ebenso eine Zwillingskarte und eine Bäumchen-Wechsel-Dich-Karte. Und somit hat man immer auf dem Schirm, was man eben hier an Besonderheiten, an Merkmalen bei den Einzelkarten beachten muss. Und zugleich hat man hier eben diese schöne Auflistung, diese Übersicht an Schlüsselwörtern, die absteigend geordnet sind. Die wichtigsten stehen oben, die unwichtigsten oder die ungebräuchlichsten, ungewöhnlichsten, sage ich mal, die stehen dann eben ganz unten. So, und diese Karten passen jetzt perfekt in unser Kombinationstraining. Wir legen uns einfach 2 Karten unserer Wahl aus jedem beliebigen Lenormand-Deck hier hin. Ich habe jetzt mal die aus dem Lichtblick Lenormand gewählt, aus meinem, weil die nämlich so schön hier mit den Bildern übereinstimmen. Das gibt dann irgendwie so ein harmonisches Gesamtbild. Genauso gut wäre es natürlich auch möglich, hier die blaue Eule zu verwenden, ne? Also völlig gleich, was Sie für Karten benutzen. Und dann machen Sie im Prinzip nichts anderes als all das, was wir schon praktiziert haben, nur eben mit dieser Starthilfe. Und das Schöne ist, dass wir eben uns auch diese ganzen Aufkleberchen auf den Karten damit sparen, mit denen die Karten eigentlich dann auch überdeckt werden oder zum Teil dann auch kaputt gemacht werden, wenn man sie wieder abzieht oder wenn was einreißt. Also all diese Nothelfer, sage ich mal, diesen Notbehelf, das
spart man sich da komplett. Und wir beginnen jetzt einfach mal und führen ja unser Kombinationstraining eben mit den Karten aus. Und ich sage das jetzt alles mündlich. Sie sollten sich das natürlich wie gewohnt notieren, was Sie da herausgefunden haben, damit Sie das eben auch wirklich alles im Bilde haben. Weil oft sind es dann doch so viele Optionen, dass man dann nach der vierten oder fünften schon gar nicht mehr weiß, was man eigentlich am Anfang alles herausgefunden hat. So, und die erste Deutungsoption, da nehmen wir doch mal direkt die Familie. Und überlegen uns, was passt denn zum Begriff Familie gut dazu? Zum Beispiel Harmonie, also ein harmonisches Familienleben. Oder auch Frieden. Frieden ist so, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, einer meiner Lieblingsbegriffe bei der Lilie. Der steht hier deswegen auch direkt an Platz 1. Das heißt Frieden in der Familie, im Zusammenleben. Und oder einfach Frieden zu Hause. Auch das wäre denkbar. Also das Wörtchen Frieden, das passt hier sicherlich noch auf einiges. Wir wollen mal weitermachen und picken uns jetzt hier mal eins von der Seite raus. Also wir fangen nicht hier an, sondern da. Das können Sie beliebig wechseln, weil im Prinzip, ne, ob man jetzt die Karten so oder so da liegen hat, spielt zumindest bei dieser Kombi gar keine Rolle. Also das Arbeitsumfeld. Und womit lässt sich das hier von den Bedeutungen des Hauses kombinieren? Zum Beispiel fühlt man sich im Arbeitsumfeld geborgen. Oder es gibt ein stabiles, ein sicheres Arbeitsumfeld. Da haben wir diese zwei Wörter. Sicherheit, Stabilität stehen natürlich ganz weit oben im Ranking beim Haus. Wir nehmen jetzt mal was ganz Ausgefallenes, zum Beispiel das kleine Familienunternehmen. Ja, das kann auch ein normales Unternehmen sein, muss jetzt nicht unbedingt ein Familienunternehmen sein. So, aber eben was Kleineres, keine große Firma. Und die kann zu tun haben, dieses Unternehmen, mit Wellness oder mit Musik, mit Meditation, mit Zen. Ja, dann als nächstes picken wir uns mal den Plan raus. Sie können da übrigens auch etwas geordneter vorgehen. Sie können sich da auch quasi runterarbeiten. Dafür bin ich zu chaotisch, dafür springe ich einfach zu gerne. Und ich will Ihnen natürlich auch verschiedene Facetten zeigen. Sonst wird es ja langweilig. Also nehmen wir mal den Plan. Und ein Plan kann zum Beispiel Unterstützung erfahren. Das ist was Gutes. Oder wir nehmen uns hier mal die Immobilie heraus. Und können hier davon sprechen, dass es da eine gewisse Förderung gibt, zum Beispiel durch einen Kredit oder Zuschuss wegen Denkmalschutz oder ja, vielleicht kriegt man anderweitig noch irgendwelche Mittel, um zum Beispiel den Bau der Immobilie zu fördern. Genaueres erfahren wir darüber natürlich nicht. Wir sind ja hier nur bei einer Zweierkombi und wir haben jetzt auch kein vorgegebenes Thema oder irgendeine vorgegebene Frage. Naja, und zu guter Letzt könnte man zum Beispiel sich jetzt hier auch noch die Herkunft rauspicken und zum Beispiel hier die Verwandtschaft. Also vielleicht würde das dann heißen, dass man sich bezüglich seiner eigenen Herkunft oder der einer anderen Person ja, vielleicht irgendwie in der Verwandtschaft erkundigt, da so ein bisschen auf Spurensuche geht, in die Vergangenheit eintaucht, in die Familiengeschichte, sowas in der Art. Und was mir noch ganz gut gefällt, ist hier die Geborgenheit, die haben wir hier auf dieser Karte. Und auf der anderen Seite der Genuss, also Geborgenheit, genießen. Ja? Oder zum Beispiel auch Schutz in der Schwangerschaft oder Schutz vor der Schwangerschaft. Ja? Auch noch interessante Aspekte. Und wir haben jetzt hier bei all diesen Deutungsvarianten, die ich aufgeführt habe, wirklich positive Aspekte herausgearbeitet. Und Sie sehen ja auch, es handelt sich in beiden Fällen um eine positive Karte. Deswegen gibt es hier keine negative Konnotation. Ja? Also wir halten uns wirklich ausschließlich im positiven Rahmen auf. Im nächsten Beispiel wird sich das ein bisschen ändern. Da werden wir dann so eine
kleine Mischkalkulation machen.